Hands up. Meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Austausch der Wasserpumpe. Und, ups, steh jetzt mal, du Scheißteil. So, und in diesem Video am Anfang möchte ich jetzt als allererstes mal die Wasserpumpe vorbereiten. Bedeutet, ich möchte, hier ist zwar schon eine Wasserpumpe verbaut, aber da das Ganze doch recht billig ist und wie ich gelesen habe, auch undicht, werden wir mit Hilfe eines Reparatursetzes, hier ist auch, steht drauf, Wasserpumpen-Reparaturset verstärkt für Minarelli von RMS. Das werden wir hier reinmachen. Also müssen wir als erstes mal den passenden Schlüssel finden. Ich brauche noch einen kleinen. Oh. Jetzt machen wir das hier weg. Jo, hier ist die Dichtung. Die schöne Dichtung, das ist die eigentliche wichtige Dichtung. Ich weiß nicht, ob die bei den neuen, doch, da ist auch eine dabei. Also die machen wir zur Seite und das hier ist der Wasserpumpen-Gedönse. Auf der Rückseite haben wir hier eben diesen kleinen Splint. Den müssen wir erstmal entfernen. Hier mit so einer Spreizzange nach außen drücken, aber nicht zu sehr, dass er nicht verbiegt. Und dann haben wir den Splint draußen. So. Jetzt haben wir so eine, ja, so einen kleinen Stift. Den schieben wir uns mal raus. Dann können wir dieses Rädchen runternehmen. So. Und wir können das Schaufelrad entfernen. Bisschen arg fest. So, Schaufelrädchen auch entfernt. Dann ist hier noch so ein, ja, so ein kleiner Simmerring und noch Lager. So, jetzt werden wir als nächstes ein Wasserpumpenlager entfernen. Das ist das hier. Da werden wir einfach hier mit etwas, was ungefähr den Durchmesser hat, rausklopfen. Als nächstes vielleicht ein bisschen dazwischen heben, dass man nicht auf das Chrom schlägt. So. Somit ist dieses Lager draußen und hier ist noch so ein kleiner, ja, Zwischenring. Dieser Ring hier kommt zwischen die Lager, beiden Lager. Also, wir haben das alte Lager entfernt. Dieses hier und jetzt werden wir die neuen Lager einsetzen. Dazu habe ich das eine Lager schon im Gefrierfach und hier diese Fläche werden wir jetzt mit dem Heißluftföhn warm machen. So, ja. Wie gesagt, ich heb das erstmal normalerweise am besten irgendwo hinlegen und dann schön mit dem Heißluftföhn. Aber ja, bei mir ist jetzt halt alles ein bisschen blöd, deswegen werde ich das so machen. Hier drin Heißluftföhn schön warm machen. Und dann hier drin, da wo die Lager reinkommen, erwärmen. Einfach erwärmen. Das sollte vielleicht auch schon reichen. Schauen wir mal. Jo, wir sehen, es reicht. Also viel Wärme braucht ihr hier nicht, aber ich würde generell niemals neue Lager mit Gewalt einbauen. Deshalb arbeitet ihr hier immer mit dem Prinzip, Metall, wenn es kalt wird, zieht sich zusammen, wenn es heiß wird, dehnt sich's aus. Also hebt irgendwie besser. Hier muss nämlich ein Distanzstück noch dazwischen, das wo vorher auch dazwischen war.
Mal kurz die Simmerringe wieder, die Lager ein kleines bisschen auf Temperatur bringen. Sollte auch schon reichen. Jetzt noch einmal. Jetzt aber, so, somit sind wir fertig. Wir haben hier einfach das Metallstück ein bisschen mit Frostspray gekühlt oder notfalls für eine halbe Stunde oder für eine Stunde vielleicht oder für ein paar Stunden ins Gefrierfach, dass sich das ein bisschen zusammenzieht. Dann mit einem heißen Föhn oder es reicht auch ein normaler Föhn, leicht die Lager nochmal erwärmen, dass sie ein bisschen über Zimmertemperatur sind. Ne? Wichtig ist der Temperaturunterschied zwischen Lager und dem hier, da man aber ne, die Lager nicht so arg erhitzen sollte, zum einen wegen dem Simmerring und zum zweiten wegen diesem Kunststoff hier dazwischen, sollte man hier mit wenig Temperatur, es reicht, wenn das Ding so 40, 50 Grad erreicht vielleicht, mehr nicht, auf jeden Fall nur, dass halt ein Temperaturunterschied da ist und dann geht das Ganze locker flockig rein. Das Ganze dreht sich, ne, aber es hat ein bisschen Widerstand, so wie vorher auch. Das liegt einfach an den Simmering und an dem ganzen Pipapo. Hier sieht man auch, dass das Ganze nicht ganz plan auflegt, also da ist noch ein Abstand dazwischen, ein kleiner, damit das Teil also nicht schleift oder so, dieses Lüfterrädchen. So, jetzt dieses Rädchen hier drauf, das ein bisschen schwer geht, aber wir werden es drauf kriegen. So, noch in die richtige Position bringen. So, jetzt müssen wir den Splint, wo ist der Splint? Hier, den Splint hier reinfummeln. Das wird jetzt ein bisschen blöd. Wir denn? Dieses Mal hier wieder schön drauf. Die neue Dichtung. Dann dieses schöne Deckelchen hier drauf. Somit, wir haben jetzt erstmal das hier gemacht und jetzt geht's an den Einbau und Ausbau der Wasserpumpe. Bis gleich. So Freunde, jetzt geht es an den Ausbau der Wasserpumpe. Als erstes müsst ihr hier vorne auch vorne frei machen und den Kühlwasserbehälter öffnen. Logisch, damit das auch rausfließen kann, wie mir immer alles runterfällt. Aufmachen, stellt euch noch einmal runter. Vor allem, dass ihr auch später seht, wie viel Kühlwasser hier eigentlich drin war. Dann wisst ihr auch ungefähr, wie viel ihr wieder anmischen müsst. Ich glaube, da werde ich auch neue benutzen. Ich habe, glaube ich, noch welche da. Hätte man natürlich auch das hier wegmachen können. Da war ich wieder zu faul. Man sieht schon, da kommt Kühlwasser raus. Ich glaube, der hier sitzt lockerer. Ja. Dann mache ich jetzt erstmal den hier oberen weg. Na, ich wollte es doch auffangen. Oh, schön. Naja, so viel zum Thema Kühlwasser auffangen. Mit Drehen klappt das eigentlich immer gut, aber wie soll ich hier drehen? Wo soll ich hier drehen? So, einfach ein bisschen ziehen. Passt. So, alles mal ein bisschen abfließen lassen. Hier auch mal alles aus dem Zylinder rausfließen lassen. Ist da eine eklige Brühe drin? Und jetzt müssen wir diese Schrauben hier aufmachen. Die hier und die da. Also, und diese Schraube sieht nicht gesund aus, aber puh. Aber das sieht jedenfalls nicht gesund aus. Naja, okay. So, Wasserpumpe gelockert. Jetzt können wir das hier mal wegschrüben. Hier ist es halt
Echt scheiße. Macht mich fertig. So, jetzt aber. So, herunter. Hier sind so Kunststoffstückchen drauf. Aber die sehen gut aus. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, bei der Wasserpumpe gehört es eigentlich so. Dieser Stift müsst ihr zuerst reinmachen und dann das Rädchen so rum drauf. Das habe ich allerdings so rum gemacht, weil es, ne, wie ihr gesehen habt, bei der Wasserpumpe, die ich gekauft habe, war es so gemacht, so rum drauf gemacht, wie ich es drauf gemacht habe. Das heißt, der Hersteller hat das falsch rum drauf montiert. Deswegen ging dieser blöde Splint auch so scheiße rein. Also, in Wirklichkeit gehört das also so hin. Mann, oh Mann. So, da jetzt schon wieder irgendwie meine Kamera ausgegangen ist. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Also, wir haben hier aufgemacht, wir haben hier überprüft, ob er hier eine Verbindung hat mit der Kurbelwelle. Das merkt man, indem sich dieses kleine Rädchen nur noch schwer dreht. Ihr merkt das, wenn das mit der Kurbelwelle verbunden ist. Dann drücken wir hier einfach nochmal dagegen, weil dieses kleine Ding hat ja auch ein bisschen Spiel und wir wollen, dass es aber schön innen drin anliegt. Später bewegt sich das ja auch nicht mehr. Also, das passt alles. Jetzt habe ich den Roller ein bisschen schief gestellt. Ich hoffe, das reicht aus, weil... So. Ja, ich glaube, das geht so. Nee. Also jetzt haben wir es, Schrauben rein, so, ja, dann hättet ihr auch diesen Teil demnächst geschafft und eure schöne neue schninke Pumpe ist eingebaut oder eure alte repariert, je nachdem, was ihr hier getan habt. Und ich finde, die macht schon ordentlich was her. Im Vergleich zur alten, ekligen Pumpe, jetzt eine schöne, verchromte Pumpe. Warum nicht, wenn es nicht viel kostet? Da hier aber in der Mitte wenig Platz ist, will ich, dass die Rohrschellen beide außen sind, also die Schrauben der Rohrschellen meine ich. Wir fangen einfach an, in diesem Fall bei der oberen, die übrigens auch außen war. So, also einmal. Schlauch draufsetzen, schön ordentlich drauf und dann mit Rohrschelle festziehen. Mit der schönen neuen Rohrschelle, nicht der alten verrosteten. Auch gucken, dass die Rohrschelle richtig sitzt und auch wirklich abdichtet. Das ist sehr, sehr blöde, wenn die falsch sitzt. Ja. So, jetzt machen wir wieder diese. Lässt sich einfach chilliger machen. So, es sollte dicht halten. Somit sind wir hier auf dieser Seite fertig. So, ja, das sollte reichen. Jetzt brauche ich hier oben natürlich das Gewinde noch. Wir haben es gefunden, also wird auch dieses Gewinde jetzt entjungfert. Das Kühlwasser, ich hatte noch Kühlwasser von der JetForce übrig. Das nehme ich einfach mal. Mit so einem Gerät können wir auch prüfen, bis zu wie viel Grad minus es frostgeschützt ist. Ja, und so schauen wir mal hier nach. Ja. Auf diese Anzeige schauen, was sie anzeigt. Und sie zeigt uns so minus 18 Grad frostgeschützt ungefähr. Ich würde sagen, das passt. Und das gießen wir jetzt langsam hier oben rein. So. Jetzt sollte der Roller natürlich ewig
stehen, im besten Fall. Hier kann noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir es auf maximal aufgefüllt. Jetzt warten wir erstmal, weil jetzt entweicht nämlich die Luft. Man hat gesehen, das hat geblubbert und jetzt ist auch schon wieder leer. Das heißt, wir füllen wieder weiter nach. So, ist jetzt einfach mal voll. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, bei manchen Zylinder haben eine Entlüftungsschraube oben am Wasserstutzen am Zylinder. Die Aerox hier hat jetzt keinen, das heißt, wir lassen den Behälter offen und machen den Roller an. Somit fängt die Pumpe an, Wasser in den Zylinder zu pumpen. Und wir lassen das Ganze erstmal im Stand laufen, dass die Wasserpumpe schön alles durchpumpen kann. In der Zeit gucken wir auch, ob alles dicht ist. Und hier wird höchstwahrscheinlich der Wasserstand noch sinken, da füllen wir dann nach. Seht ihr, da verdampft noch das Kühlwasser am Trümmer. Also falls sich das Kühlwasser rübergelaufen ist, nicht erschrecken. Im Kühlwasser ist Chrysanthin drin, also Frostschutz. Das ist ölhaltig und wenn Öl, ne, wisst ihr, dann dampft ein bisschen. Sollte man vermeiden, also jetzt erst einmal im Stand laufen lassen, dass alles langsam durchrauchen kann und warm werden kann. Und prüfen, ob da irgendwo Kühlwasser rausläuft. Am besten einen frischen Untergrund machen, was ihr seht, wenn da irgendwo Kühlwasser raustropft. Außen an der Wasserpumpe habe ich jetzt gemerkt, wird es langsam warm, also die Temperatur steigt. Bedeutet, die Wasserpumpe sollte jetzt aufgemacht haben. Ich meine das Thermostat. So, meine Freunde, und das war's. Wir haben die Wasserpumpe gewechselt und ich will sagen, zu vorher, ne? Vorher und nachher, wie gesagt, schon sehr geil. Jetzt stelle ich hier noch einen anderen Auspuff drumherum vor und ich würde sagen, das Ganze sähe dann schon sehr geil aus. Unsere neue Wasserpumpe passt, ist dicht. Und ja, somit könnt ihr jetzt noch einmal nachfüllen, falls noch Kühlwasser fehlt. Auf jeden Fall macht ihr dann den Kühlwasserbehälter zu. Wenn der Roller gerade steht, schön zur Maximallinie auffüllen, Becher zumachen, alles wieder zusammenschrauben und dann könnt ihr mal eine kleine Runde fahren. Und dann nochmals den Kühlwasserbehälter kontrollieren, ob noch etwas Kühlwasser nachgesickert ist. Und falls nicht, ja, dann könnt ihr loslegen. Das sollte somit alles passen. Hier gibt es jetzt erstmal nichts zu machen. Was wir als nächstes machen werden, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Das war's mit der Wasserpumpe. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr eure Wasserpumpe mit Hilfe eines Wasserpumpen-Reparatursets repariert oder eben komplett neu auswechselt. Ist kein Hexenwerk. Wenn ihr am Zylinder eine Entlüftungsschraube habt, ganz einfach, macht den Roller an, dann öffnet kurz die Entlüftungsschraube, bis Wasser rausfließt, dann wieder zu und dann hättet ihr das auch mit der Entlüftungsschraube getan. Aber die Aerox hat keine, die Jetfoss hat eigentlich auch keine, aber der Malossi Sport Zylinder hat eben ein Entlüftungsventil. Ist auch egal, auf jeden Fall, die Wasserpumpe spült dann den Zylinder durch. Alle Schläuche sind warm geworden, bedeutet der Kreislauf funktioniert, die Pumpe funktioniert. Und dann müssen wir jetzt nur noch beobachten, ob die Pumpe ihren schönen Dienst weiterhin tut. Hier habe ich mal den neuen Tankdeckel drauf gemacht. Sehr schnieke. Irgendwie mag ich Chrom. Haben wir auch drauf. Ja, das war es erstmal. Hier mit den Armaturen funktioniert auch alles.
Tutti Frutti. Also Projekt Aerox geht los. Und ja, Drehzahlbegrenzer und Auspuff und Variomatik, Kickstarter reparieren, steht alles noch an. Rücklicht tauschen, neue Scheinwerfer suchen, das alles steht noch an, bevor es an die Verkleidung geht. Also, lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal, euer Infinitum.